Guten Tag, mein Name ist Carsten Wolf und ich bin seit dem 1. August der Sprecher des Bereichsvorstands von Deal Controls. Die Situation rund um den Coronavirus verlangt uns allen, privat wie beruflich, sehr viel ab. Seit vielen Monaten spüren wir die Konsequenzen in jedem Teilbereich unseres Lebens, wie auch in der Öffentlichkeit. Es gibt viele Fragen und leider nicht immer die Antworten. Es ist nur eine der Konsequenzen, dass ich mich als neuer Mitarbeiter und Bereichsvorstand bei Deal Controls nicht so persönlich und umfassend in allen Regionen vorstellen kann, wie ich und wahrscheinlich auch Sie sich das wünschen würden. Wir haben uns daher in der Geschäftsleitung entschieden, diese Videobotschaft aufzunehmen. Wir möchten Ihnen von der Unternehmensentwicklung in den vergangenen 6 Monaten berichten. Wir möchten Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Flexibilität danken. Und ich möchte dieses Medium nutzen, um mich zumindest im Rahmen der Möglichkeiten persönlicher bei Ihnen vorzustellen. Was meine Person angeht, ich bin 48 Jahre alt, seit 20 Jahren mit meiner Frau Andrea verheiratet und wir haben 2 Söhne im Alter von 15 und 19 Jahren. Ich hatte in meiner Vergangenheit unterschiedliche Positionen und Verantwortungen inne und war zuletzt globaler Vertriebsleiter und CEO der nordamerikanischen Region eines Familienunternehmens mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Deal Controls hat eine beeindruckende Geschichte und starke, zukunftsweisende Technologien. Darauf aufbauend wollen wir gemeinsam ein profitabel wachsendes Unternehmen schaffen, das weltweit Industriekunden mit kreativen Lösungen rund um die Themen Energieeffizienz und User Experience begeistert. Wir als Führungsteam von Deal Controls sind davon überzeugt, alle notwendigen Kompetenzen hierzu im Unternehmen zu haben. Wir wissen aber auch, dass wir zunächst die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam meistern müssen. So wie Sie dies bereits erfolgreich im vergangenen halben Jahr getan haben. Die Corona-Krise traf uns wie auch unsere gesamte Industrie. In der ersten Jahreshälfte verloren wir 50 Millionen Euro an Umsatz gegenüber dem Budget. Im April fielen wir auf einen Monatsumsatz von lediglich 23 Millionen Euro, was etwa 50% eines regulären Monats entspricht. Aber seit April erholen wir uns auch wieder. Und besonders der Juli war großartig. Europa und Asien übertrafen das Budget im Juli. Nur Amerikas lag aufgrund der verzögerten SOPs, die wiederum auf Corona zurückzuführen sind, unter dem Budget. Insgesamt haben wir das Budget für den Monat Juli eingehalten, was eine vielversprechende Botschaft ist. Dank eines ausgezeichneten Maßes an Disziplin und Kostenbewusstsein konnten wir die finanziellen Auswirkungen des reduzierten Umsatzes in der ersten Jahreshälfte auf ein Minimum beschränken. Ich möchte Ihnen allen für die Bemühungen und Ihr Engagement hierzu danken. Der Rest des Jahres sieht umsatzstark aus und wir müssen an allen unseren Standorten Mitarbeiter einstellen, um den Kundenbedarf zu decken. Plötzlich müssen wir einen anderen Modus wechseln und dies wird Herausforderungen in allen Bereichen unserer Organisation mit sich bringen. Wir haben die Chance, in der zweiten Jahreshälfte ein deutlich positives Ergebnis zu erzielen und hoffentlich haben wir den Höhepunkt der Krise bereits hinter uns. Die Situation in den Regionen ist sehr unterschiedlich und wir müssen die Situation so genau wie möglich beobachten, um kluge Entscheidungen treffen zu können. Herr Fellner hat Ihnen gerade die diesjährige Umsatzentwicklung dargestellt. Was daraus nicht ersichtlich wird, ist, wie schwierig die Situation für uns aus Sicht der Operations war und auch weiterhin ist. Die Operations stellt bei weitem das größte Kontingent von Mitarbeitern. Täglich bedarf es einer guten Abstimmung der einzelnen Bereiche, damit letztendlich unsere Kunden in Zeit, Kosten und Qualität beliefert werden können. Der Aufwand in Zeiten der Pandemie ist ja unvergleichlich höher, der Beitrag des Einzelnen umso wichtiger. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette tauchen Probleme auf, wie wir diese noch nie in solch einer Heftigkeit vorher erlebt haben. Die Lieferkette musste immer gewährleistet werden, Produktionsprozesse, den Hygienevorschriften angepasst werden und alles auch in enger Absprache mit den Kunden und seinen Bedarfen. Aller widrigen Umstände zum Trotz haben wir es immer geschafft, den Kunden mit hochwertigen Produkten zu versorgen. Aber wir haben es auch geschafft, unsere Projekte weiter voranzutreiben. Häufig anders als geplant. Wir haben viel mehr remote gearbeitet als noch vor der Pandemie. Wir waren trotzdem in der Lage, unsere Meilensteine zu erreichen und auch komplette Projekte abzuschließen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Blueprint Plan Project, welches unter internationaler Beteiligung abgeschlossen wurde und jetzt in den Locations umgesetzt wird. Meiner Einschätzung nach wird diese Pandemie weiterhin einen großen Einfluss auf unser zukünftiges Handeln haben. Prozesse und betriebliche Abläufe werden immer auch unter Berücksichtigung etwaiger Pandemie-Gesichtspunkten gestaltet.
Ich befürchte, wir müssen uns an eine neue Realität gewöhnen. In den vergangenen 5 Monaten haben wir jeden Tag unser Bestes gegeben, um die Lieferketten aufrechtzuerhalten und die Versorgung unserer Kunden sicherzustellen. Dafür möchten wir auch unseren Lieferanten und unseren langjährigen Partnern unseren Dank aussprechen. All das war nur in enger Abstimmung und guter Verbundenheit mit unseren Kunden möglich. Das Wort Partnerschaft hat in dieser Zeit eine neue Bedeutung erlangt. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin unser Bestes geben, um die Erwartung unserer Kunden auch in dieser widrigen Situation bestmöglich und mit der gewohnten Leidenschaft für unsere Produkte und deren Qualität zu erfüllen. Wenn wir aktuell über die Rückkehr zu einer neuen Normalität reden, müssen wir uns ganz klar sein, dass wir von normal noch ganz weit entfernt sind. Das zumindest haben wir in den letzten Monaten der Corona-Krise gelernt. Am Anfang schien es vielleicht wie ein Problem weit weg in China, das uns in unseren Reisemöglichkeiten eingeschränkt hat. Mittlerweile wissen wir, wie dramatisch die letzten 5 Monate unser Leben bei Deal Controls verändert haben. Äußerste Flexibilität war gefordert. Angefangen bei den Ausgangsbeschränkungen in Nanjing und den verlängerten Chinese New Year Ferien. Dann die kurzfristige Betriebsruhe über Ostern in Polen. 4 Monate Kurzarbeit in Deutschland und schließlich die Teilbetriebsschließung in Querétaro. Wir sind jeden Tag gefordert, mit den Herausforderungen dieser Pandemie umzugehen. In der Spitze haben über 500 Mitarbeitende weltweit von zu Hause gearbeitet. In der Produktion und in der Logistik haben die Kolleginnen und Kollegen höchste Flexibilität gezeigt. Überstunden und Flexistunden wurden auf ein Minimum zurückgeführt, Schichtübergaben entzerrt und schließlich wurde kurz gearbeitet. Aktuell können wir sagen, dass wir hinsichtlich der Infektionen noch keine nennenswerten Zahlen oder dramatischen Fälle bei Deal Controls zu beklagen haben. Und so soll es auch bleiben. Deshalb müssen wir uns unbedingt weiterhin an die bekannten Regeln halten, um unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Familien bestmöglich zu schützen. Heute diskutiert die Öffentlichkeit über eine mögliche zweite Welle. Mexiko befindet sich noch immer im Höhepunkt der ersten. Hier in Deutschland schauen wir gerade genau darauf, was passiert bei Rückkehr aus dem Urlaub, vor allem aus Risikogebieten. Bitte helfen Sie weiterhin mit, diese Ausnahmesituation zu meistern, indem Sie sich an die Abstandsregeln, die Hygienevorschriften und die lokalen Schutzmaßnahmen halten. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Mit dem gebotenen Corona-Abstand möchten wir uns nochmals für Ihre Flexibilität und Hingabe bedanken, mit der wir in Anbetracht der Umstände wirklich gut durch das vergangene halbe Jahr gekommen sind. Herr Fellner hat darauf hingewiesen, es gibt erste leichte Anzeichen für eine Erholung, aber wir wissen auch, in Corona-Zeiten bleibt eine gewisse Unsicherheit. Wir sind aber der Meinung, gemeinsam kriegen wir das hin. Das Wichtigste von allem, passen Sie auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund.